Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier aus dem Münsterland. Ich freue mich total, heute mal wieder eine E-Bike-Tour hier vor der eigenen Haustür unternehmen zu können. Und ich freue mich ganz besonders, dass auch du mich dabei begleiten möchtest. Und Startpunkt ist hier in Darup. Das ist so östlich von Münster, gut 20 Kilometer. Und heute Morgen hat die Sonne geschienen, die letzten Tage, ja Wochen hat es eigentlich nur geregnet. Und windig ist es auch noch ganz ordentlich. Aber heute Morgen, wie gesagt, die Sonne hat mich angelacht, habe ich gedacht, packst die Sachen, packst das Rad und los geht's hier auf eine mittellange Tour, sag ich mal. 65 Kilometer sind geplant. Steht jetzt ja vor der Kirche in Darup und hier sieht man auch, der Wind hat ganz schön gewütet. Das schöne Tannenbäumchen hier neigt sich ein bisschen zur Seite. Hab gerade auch gedacht, hier stellt sich wieder gerade hin, aber lasse ich lieber die Finger davon, mache ich noch mehr kaputt, als jetzt schon ist wahrscheinlich. Jedenfalls mein Rad ist gepackt. Hier der Faxe, gut eingepackt. Mit seinem Winterpulli hat er letztes Jahr zu Weihnachten bekommen. Und ich bin auch gut eingepackt, darum, ich habe nicht so zugelegt über die Feiertage. Ich habe noch eine dicke Jacke unter der Jacke, darum spannt das hier ein bisschen. Und nicht lange sabbeln, jetzt hier geht's los. Darup, östliches Münsterland und ich schau mal, was ich da vor die Kamera bekomme. Wie gesagt, Sonne war heute Morgen schon da, ich hoffe, die kommt gleich nochmal wieder. Und los geht's. Bei der Vorbereitung für die Tour heute hier ging ganz schnell heute Morgen, habe ich natürlich darauf geachtet, ein paar Sehenswürdigkeiten mit einzubauen. Und eine davon ist jetzt die erste hier gleich, so eine kleine Kapelle im Wald, war ich auch noch nie. Und finde ich gerade ganz spannend, die Glocken läuten sogar zur Begrüßung. Schauen wir uns mal an. Ja, Freunde, das macht Spaß, hier kann man auch selbst die Glocke ziehen. Das ist ja so ein Auftakt nach meinem Geschmack jetzt hier bei Kilometer 3 mit der kleinen Kapelle im Wald, die ich noch gar nicht kannte, obwohl sie fast vor der Haustür ist. Hier sind wir auch nur 10 Kilometer von zu Hause. Was nicht so nach meinem Geschmack ist, ist hier hinter mir, seht ihr. Bundesstraße, ist die Bundesstraße, ja, oder du wärst eine ausgebaute Landstraße und der Radweg hier direkt, ja praktisch mit auf der Straße. Naja, man kann nicht alles haben. Als ich vor gut 20 Jahren ins Münsterland gezogen bin, habe ich mich mal gefragt, was ist das da eigentlich für eine Radaranlage? Aber es ist wohl ein Windrad. Hat eine ganz andere Bauart. Aber offensichtlich auch so ein bisschen in die Jahre gekommen hier. Ne? Ja. Und eigentlich von hier oben auch eine wunderschöne Aussicht sonst runter hier aufs Münsterland. Ja. Der hätte ich wohl direkt heute Morgen losradeln müssen, als die Sonne mich angelacht hat. Aber ich hoffe, die kommt noch raus. Ich gebe ja nie auf. Ne? Ich bin ja, fast gesagt, hier Berufsoptimist. Beim Radfahren ja, ne? Immer positiv denken. Freunde, da sind Lücken in der Wolkendecke. Ich habe Hoffnung. Ja, guck mal. Das ist da auch mal hier so ein Pausenspot, ne? Nicht immer Holzhütten. Ne. Guck mal, richtig guter Windschutz, ne? Voraussetzt hier das Kloster Gerlewe.
bin ja ein neugieriger Mensch. Ne? Ich habe ja meine kindliche Neugier immer behalten irgendwie. Bin ich auch ganz froh drüber. Und jedenfalls, was ist das da? Hier ist ja sonst die Klosterschenke hier rechts. Aber was ist das hier? Ja, habe ich mal durch die Zellplane da durchgelinst und festgestellt, sitzen ja Leute drin mit einer Kaffeetasse in der Hand. Das ist anscheinend jetzt hier die Klosterschenke, scheint hier renoviert zu werden, aber hat im Winter auch offen und von daher tippitoppi. Das wäre selbst heute jetzt ein schönes Ausflugsziel gewesen, aber habe ich ja so nicht eingeplant. Ich habe Stullen geschmiert für unterwegs, die werden genau irgendwo ausgepackt. Und ich kenne mich ja, ich versag dann ja ganz gerne. Und also auch mal eine Tasse Kaffee. Und jetzt ist Kilometer 10, da kommen wir auf 55. Das geht heute nicht. Soll ja keine Dunkelfahrt werden. Also hier, weiter geht's. Wieder hoch mit dem Berg. Ja, du bist wohl das schwarze Schafchen der Herde, mein Freund. Sieht ja auch cool aus hier, ne? Was alles so ein bisschen trist und farblos ist hier. Ich habe gerade festgestellt, wenn ich hinten auf das Display von der Kamera gucke, auf den kleinen Bildschirm, ist das Gras viel grüner, die Natur viel bunter. Und wenn ich hier das in real sehe, alles ein bisschen blasser. Das heißt, ich filme jetzt die ganze Zeit und gucke einfach nur noch hinten auf den kleinen Bildschirm. Ich habe jetzt hier in so einem kleinen Waldstück kurz vor Coesfeld diesen Spielplatz hier entdeckt und wirklich super, super Sache, super angelegt. Tippitoppi Spielgeräte, hier alles aus Edelstahl. Und ich dachte erst mal, hatte ich doch eine öde Kindheit. Nein, hatte ich nicht, aber unsere Spielplätze waren ja nicht aus Edelstahl und irgendwie auch nicht so fantasievolle Spielgeräte. Aber was mir dann eingefallen ist, unsere Spielplätze waren bunt. Ne? Ich bin ja Jahrgang 71, das heißt hier um das Jahr 80 rum, 80er Jahre, Anfang 80er Jahre, Spielgeräte waren halt bunt. Da war rot, blau, gelb und grün und so waren die angestrichen. Und das ist ja alles nur Edelstahl. Ne? Das ist doch eigentlich irgendwie trist. Also war meine Kindheit nicht langweilig. Meine Kindheit hatte Farbe und das hier ist ja nicht langweilig, aber weiß ich nicht, was macht das mit Kindern? Immer nur grau. Kilometer 16 mittlerweile und herzlich willkommen hier in Coesfeld. Das ist die Berkel, die hier durch Coesfeld fließt und man sieht hier die letzten Tage mit dem Dauerregen, das Wasser stand deutlich höher. Die ganzen Sandbänke sind hier nicht normal, der ganze Sand hier. Da ist schon ganz schön was in Bewegung geraten. Ja, und ich stelle für mich gerade fest, hier diese alte Eisenbahnbrücke, unter der ich gerade hergeradelt bin, kannte ich auch noch gar nicht. Und Coesfeld ist ja eigentlich meine Kreishauptstadt, wenn man so will. Ne? Wir wohnen ja in Habichtsberg, das ist ja Landkreis Coesfeld. Aber das ist eine Stadt, in der wir eigentlich nie sind. Ne? In der uns nichts hinzieht. Ich habe erst in Münster gewohnt, dann von Münster nach Habichtsberg. Und streckentechnisch tut sich da nichts. Ne? Aber auch ganz interessant hier. Ne? Hat sich der Tag schon wieder gelohnt hier mit dem Rad. Ja, Stadt Coesfeld habe ich jetzt hinter mir gelassen. Letzten Meter war auch nicht unbedingt was zum Filmen hier. Leute in den Supermärkten ganz hektisch unterwegs. Da freue ich mich, dass ich mit dem Rad unterwegs bin hier. Da habe ich ja richtig Spaß. Hat mir doch gefehlt hier. Bewegung in der frischen Luft. Das macht mir gute Laune.
Kilometer 27, knapp 2 Stunden unterwegs jetzt hier. Und herzlich willkommen in Lette. Und Lette hat ganz was Tolles. Nämlich hier diese alte Windmühle. Oh, die ist aber wirklich alt. Aber trotzdem nicht unattraktiv, wie ich finde. Ja, Freunde, hier war jemand besonders fleißig und kreativ, würde ich mal sagen. Oh, das finde ich ja auch interessant jetzt hier, die Kirche in Lette. Hier war ich auch noch nie. Ja, vor ein paar Minuten habe ich noch gedacht, ja, hier ist es vielleicht noch nass hier. Ne? Das ist ja richtig ein bisschen zugezogen, der Himmel. Und wenn ich jetzt gucke, Freunde, wie alles richtig gemacht. Geplant ist die Strecke jetzt hier weiter. Gesperrt wegen Straßenschäden. Ich hätte jetzt erst gedacht, wegen Hochwasser. Ja, ist ja tippitoppi, ne? So viel zum Thema Komoot Premium-Mitgliedschaft. Oder Kundschaft, oder was auch immer. So viel Premium ist dann doch nicht, dass das in der Strecke geplant wird. Morgen erst geplant mit Komoot. Wo das hier nicht passiert. Tja, kenne mich hier nicht aus. Fahrradnavi, wenn ich jetzt drauf gucke, sehe ich jetzt auch keine andere Möglichkeit. Weiter geht's. Ja gut, jetzt gesperrt wegen Straßenschäden. Ist ein bisschen nass, bisschen Wasser drauf, okay. Also, das kann man doch gut fahren hier. Mal ein bisschen Abwechslung, würde ich sagen. Ja, hier das ganze Gesperre jetzt von der anderen Seite. Und das war jetzt wirklich nur so, was weiß ich hier, 200 Meter durch den Wald. Da kommt man gut durchfahren, war gar kein Problem. Aber egal, hier darf ich jetzt ja auch wieder fahren. Ich bin gerade nicht nur durchs Wasser gefahren, weil es Spaß macht. Das war auch ein kleiner Test. Das kam wie gerufen. Ich habe mich ein bisschen was gebastelt hier. Und zwar so Aufkleber für die Felgen mit Electric Devils, unserer E-Bike-Gang. Und ich muss ja ausprobieren, ob die Dinger auch halten, ne? Bevor ich euch anbieten kann, sowas für euch auch herzustellen und dann, dass ihr die bekommen könnt. Muss ich erstmal ausprobieren, ob die Dinger auch wirklich was taugen und auch wenn die nass werden und so weiter, auch da bleiben, wo sie hingehören, nämlich auf der Felge. Aber auch hier die Gegend jetzt zum Radeln, die ist wunderschön. Durch den Wald, sehr idyllisch, keine Autos. Es macht einfach Spaß. Und wenn ihr auch mal hier radeln wollt, ich stelle die Tour natürlich wieder als Komoot-Link hier zur Verfügung. Gar kein Problem. Könnt ihr das gerne nachradeln. Ich bin jetzt ja in Dahlfeld gestartet, da auf dem Parkplatz, habe das Auto hingestellt. Und man kann natürlich auch vom Coesfeld mit dem Zug hinfahren, das Ruhrgebiet ja relativ schnell zu erreichen. Also von daher absolut empfehlenswert. Mal gucken, was noch kommt. Da haben wir gerade jetzt Kilometer 32, ist noch nicht mal ganz die Halbzeit. Ich habe ja gerade schon mal erwähnt, dass ich ja Komoot Premium Mitglied bin. Und ja, da soll ich langfahren. Dann mache ich das mal. Diesen Premium Weg.
Das ist aber ein schöner Name für eine Straße hier. Der Lolloweg. Gilt das jetzt für mich hier? Nee. Das gilt für die andere Seite. Also hier geht's weiter. Kilometer 36. Herzlich willkommen hier in Meerfeld bei Dülmen. Und hier gibt's bunte Spielgeräte. Beruhigt mich doch, dass die Kinderwelt nicht nur aus Edelstahl besteht. Herzlich willkommen auf der Naturroute. Und hier die Naturroute mit Familienstrecke. Das ist ja auch mal wieder interessant, sowas für mich hier. Ne? 98 nach Christus, Burenstehne und dann diese Bank, die hier irgendwie angekettet ist. Guck mal, was haben wir hier noch? Designperfektion, aha. So ein Fläschchen da drinne. Wen es interessiert, hier offen schließen, Lektüre herausnehmbar. Guck mal, kriegst hier die Information. Westfalenland war schon immer Pferdeland. Ja, tippitoppi, ne? Da freue ich mich, dass ich das hier gerade entdeckt habe. Mal wieder ordentlich zumachen. Ist aber auch ordentlich gesichert hier, ne? Angeschraubt, angekettet. Aber das finde ich immer klasse, wenn sowas entdecke hier. Dass jemand Mühe gemacht hat, so Radtouris wie mich hier zu informieren und bei Laune zu halten. Also Dankeschön dafür. Habe ich schon wieder fast verpasst hier die Abzweigung in den Weg rein. Ich bin hier gerade so richtig flott unterwegs gewesen. Guck so aufs Navi und da war der Strich zu Ende, wo ich langfahren muss. Also jetzt sieht man ja wieder, ne, hier abbiegen. Da geht's lang. Aber bitte nicht reiten, nö. Aber wo ist ein Drahtesel? Das ist das richtige Testgelände hier für meine Felgenaufkleber. So, dann schauen wir mal, wo ist er? Da ist er. Alles noch da. Ich komme jetzt hier gleich in den Wildpark Dülmen. Hier bin ich nicht das erste Mal. Und ich erinnere mich gerade ganz schön, vor einem Jahr ungefähr muss das gewesen sein, war ich hier mit dem Peter vom Kanal Blackmax zu einer Wanderung und wir uns verabredet mit dem Jörg. Also liebe Grüße Jörg, der wohnt hier ganz in der Nähe. Der hatte nämlich damals bei meiner Weihnachtsverlosung was gewonnen. Das habe ich mir vorbeigebracht. Dann waren wir ein bisschen spazieren. Ein bisschen mehr, 20 Kilometer Wanderung war das. Und sind gerade schöne Erinnerungen. Wir müssen ein bisschen hier auf den Weg achten. Das ist nicht so ganz ohne. Einarmig hier am Lenker zu fahren und die Kamera zu halten. Bisschen wackelig. Aber es ist eine schöne Erinnerung. Gerade freue ich mich und wie gesagt, liebe Grüße hier an den Jörg und an seine Frau Dagmar. Grüß euch. Ja, und hier hat der Regen ordentlich Spuren hinterlassen. Eieiei. So, hier geht's in den Wildpark. Ja, liebe Leute, ich fahre gerade hier nichts an durch den Naturpark hier in Dülmen, beziehungsweise Wildpark Dülmen heißt das Wildpark, jetzt. Ja, Wildpark, ja, Wildnaturpark. Und ja. Da bin ich angesprochen worden, da höre ich plötzlich hinter mir so Swobo und habe hier den Jörg getroffen. Also nicht den ich gerade noch erwähnt habe im Video, noch ein Jörg hier. Ja, genau. Es gibt wohl mehrere Jörgs, die gerne E-Bike fahren und auch meine Videos gucken. Und der Jörg hat mich angesprochen und hat gesagt, ihr werdet mal eine Tour zusammenzufahren. Geht natürlich auch, ne? Warum auch nicht? Ja. Müsst ihr jetzt nicht denken, nur weil es jetzt leckere Devils Touren oft sind als Community-Touren, wo wir mit Leuten unterwegs sind. Ich fahre auch sonst gerne Touren. Ne? Also wenn du eine gute Idee hast, eine schöne Strecke, ja, dann sag einfach, gerne, einfach Bescheid. Ne? An oder so, ne? Dann schreibst du mich an und genau. Dann mag wieder. Ne? Ja, das ist echt super. Ich gehe ja her und guckst so mit einem Auge. Alter, ist das Swobo? Ja, dann sprichst du doch mal an. Ich glaube ja nicht an Zufälle. Ich glaube ja immer, das ist Karma, das soll so sein. Ne? Und darum dann genau. fahren wir auch eine Tour zusammen. Warum bin ich ausgerechnet jetzt hierher gegangen? Genau.
Genau. Alles klar. Dann gute Fahrt. Ne? Jo, danke schön und dir noch einen schönen Spaziergang. Ja, danke schön. Alles klar, Jörg. Ja. Ciao. Ciao. Das freut mich ja immer, ne? Wenn ich angesprochen werde und so wie jetzt sich daraus noch wieder eine Radtour ergibt, wo ich mal was gezeigt bekomme. Tippitoppi. Hat was. Das Stadttor hier in Dülmen. Mittlerweile Kilometer 50. Ich habe jetzt noch gut 15 Kilometer vor mir, auf die ich euch natürlich auch noch gerne mitnehmen möchte. Allerdings kenne ich meine Kamera, die GoPro Hero 11 hier. Bei den Lichtverhältnissen, die wir jetzt hier haben, 16.20 Uhr, so spät ist es noch gar nicht. Und die Tage werden ja auch schon länger. Aber da hätte ich wohl ja losradeln müssen. Getrödelt habe ich nämlich gar nicht. Ich hätte fast gesagt, jetzt noch oder weniger trödeln müssen. Aber das wären noch ziemlich verwackelte Bilder. Und von daher halte ich mit dem Film jetzt ein bisschen zurück. Geht praktisch nur im Stand, weil das kriegt die Kamera nicht mehr stabilisiert. Aber jetzt nicht lang schnacken hier, bevor es noch dunkler wird. Weiter geht's. Ich habe jetzt hier noch diesen Unterstand gefunden, denn ich wollte ja noch ein kleines Päuschen machen. Das mache ich jetzt auch. Habe jetzt hier auch meine Kameraleuchte ausgepackt. Die macht zumindest für so kurze Strecken jetzt die Batterieaufnahme ein bisschen Licht, um mich hier ins rechte Licht zu rücken. Denn ich möchte auch die Gelegenheit jetzt hier nochmal nutzen, um mich bei euch zu bedanken. Zum einen, dass ihr mich jetzt hier 2023 auf meinen Touren begleitet habt, dass ihr meinem Kanal hier treu seid, dass ihr oft auch schon seit 5 Jahren jetzt dabei seid. Also es gibt ja wirklich einige, die von Anfang an dabei sind und mich hier begleiten. Dafür Dankeschön, nur tippitoppi, wie ich so gerne sage. Und auch Dankeschön für diejenigen, die oder an diejenigen, die auch an Weihnachten an mich und meine Familie gedacht haben. Und ganz besondere liebe Grüße gehen hier ins Ahrtal. Muss man eben gucken, hier habe ich es, zu Maike und zum Christian nach Dümpelfeld. Ihr habt nämlich Mettwürstchen eingepackt und mir die geschickt. Dafür ein ganz besonderes Dankeschön. Draußen ist es richtig dunkel, da macht die Kameraleuchte auch nichts mehr. Und ich radel jetzt gemütlich zum Auto zurück. Sehen Sie, Sie sehen nichts. Und ich sehe auch nicht mehr so viel hier bei jetzt knapp 65 Kilometern. Wie heißt das hier? Wibbert. Interessant. Freunde, 68 Kilometer sind es jetzt insgesamt geworden. Hier 17.30 Uhr, aber die stockfinster. Wir müssen natürlich gucken, was ist denn mit den Felgenaufklebern von den Devils hier? Fahrrad ist schon wieder auf dem Fahrradträger. Haben die gehalten? Ja. Das scheint, ich habe mal was Vernünftiges gebastelt. Und wie ich das schon angekündigt habe, nicht nur für mich. Wer von euch hier Devils ist, oder Devil ist, kann natürlich auch gerne welche haben. Ich werde noch ein paar weitere Tests mit den Dingern unternehmen und wenn die gut halten, dann traue ich mich auch, euch die zur Verfügung zu stellen. Also, die Tour heute nochmal zusammengefasst, war wirklich wunderschön. Von den 68 Kilometern möchte ich wirklich keinen missen. Hier wieder richtig gute Laune, ist überhaupt nicht kalt, ne? Sind irgendwie nur um 10 Grad, aber man akklimatisiert sich auch so ein bisschen mit der Zeit draußen, habe ich ja auch ganz gerne. Ja, es ist zu Ende. Ich bedanke mich bei euch jedenfalls fürs treue Zuschauen, fürs Dabeibleiben, auch jetzt bei diesem Film bis zum Ende dabei bleiben und hoffe auf viele schöne neue Touren im nächsten Jahr. Ist schon einiges geplant. Ein bisschen was haben wir auch schon bei Tippitoppi TV kundgetan, was wir so unternehmen werden. Also wer der Interesse hat, immer auf dem aktuellen Stand zu sein, checkt das mal aus. Die Wege dahin, die Links dazu, findet ihr in der Videobeschreibung oder bei mir auch auf der Webseite swobo.de und so weiter und so weiter. Und jetzt bleibt mir noch nur noch hier Tschüss zu sagen. Also nochmal vielen Dank. Bis demnächst. Bleibt gesund. Euer Swobo. Ciao.